Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fable 3, die böse Seite. Wir sehen schon ziemlich böse aus. Wir haben uns jetzt wirklich immer für die bösen Sachen entschieden und haben jetzt eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen. Willkommen im neuen und verbesserten Aurora, einer Oase der Freundschaft, des Teamgeists und wertvoller Ressourcen. Besuch die Stadt, die die Reaver-Werke aus Sand gebaut haben, und die Minen, in denen ihr Zeugen des enormen Arbeitseifers der Auroraner werden könnt. Aurora, ein Juwel in der Dunkelheit. Kok, kok. Eine gute Entscheidung habt ihr getroffen, Majestät. Eure Popularität in Aurora hat zwar gelitten, aber die Menschen in eurer Nähe sind nicht allzu besorgt. Das könnte sich als profitable Sache erweisen. Wo wir gerade von Aurora und Profiten sprechen, es gibt da vielleicht ein paar aufregende Neuigkeiten. Anscheinend hat eine Gruppe Forscher aus Albion in der Wüste von Aurora einen seltenen Diamanten gefunden. Sie haben die Legende dieses außerordentlichen Juwels von den Einheimischen gehört und sich ungeachtet aller drohenden Gefahren sofort auf den Weg gemacht. Das erklärt auch, warum nur einer von ihnen lebend zurückgekehrt ist. Er kam mit leeren Händen und faselte etwas von wüsten Kreaturen, die den Schatz bewachen. Denkt doch nur an all den Ruhm, an das Abenteuer, die Romantik, die Unsummen an Geld, die das bedeutet. Der Diamant befindet sich in einer der Höhlen unterhalb der auroranischen Einöde. Dort soll sich ein verlassener Tempel befinden. Ihr müsst ihn nur holen. So, und das ist jetzt unsere Hauptquest, oder was? Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle gesammelt, das heißt, wir können uns hier wahrscheinlich ein paar Häuser leisten. Kaufen und vermieten. Miete anpassen. 15.000, das ist sehr schön. So, dann kaufen wir uns das hier auch noch. Miete anpassen. 13.000 nur. Das Schloss können wir uns gar nicht kaufen. Reparieren. Miete anpassen. Und das können wir momentan nicht kaufen. Gut. Dann sind wir damit durch. Das kann ich mir momentan auch nicht kaufen. Da haben wir aber auf jeden Fall noch eine Quest für später. Ich frage mich, wann die aktiviert wird. So, kaufen. Preise anpassen. Kaufen. Preise anpassen. Jetzt müssten wir eigentlich langsam richtig gut Asche verdienen. Ryan könnte sicher Hilfe bei seinen Zwergen gebrauchen. Ja, ja. Ich möchte ihnen aber nicht helfen. Der Schmied. So, jetzt haben wir uns schon ziemlich viel gekauft, aber ich hole mir noch mal ein bisschen Geld ab. Nun komm, ein bisschen schneller kann er schon machen jetzt mal. Verdammt. Schnarrig A. Der jetzt. Legende nach ist der Diamant der größte der Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? So, Gold ist weg.
Und wir kaufen weiter ein. Na, das war ja keine dolle Miete, die wir hier kriegen. Halt hier Mist. Preise anpassen. Ja, so, haben wir hier auch noch ein paar. Oh, der Schmied. Das ist bloß sein Wohnhaus. So, das Ding können wir uns aber auf jeden Fall noch kaufen. Und dann höre ich erstmal wieder auf. Und gehe erstmal ein Schloss anfangen, weil da war ja noch ein Schild. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Möbeln aussieht. Ist jetzt der rote Teppich jetzt das Zeichen dafür, für die schreckliche Einrichtung? Weil der Rest sieht ja eigentlich ziemlich nett aus. Und rot finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Wie sieht denn unser Schlafzimmer aus? So. Reparieren kann ich das nur, verdammt. Okay. Dann würde ich sagen, können wir ja eigentlich mal Schnauze. Können wir eigentlich mal eine Reise machen und uns jetzt mal angucken, wie das jetzt alles hier aussieht. Erstmal geht's in das alte Viertel. Na, was ja jetzt ziemlich zerstört aussieht. Dorfbewohner, die euch fürchten, null. Ein langer Ladebildschirm verkürzt uns die LP-Zeit. Schnarrig. Abgeschlossene Quest 27 schon, echt, ja? Kam mir gar nicht so viel vor. Wow, jetzt speichert er. So, das Schiff ist immer noch da. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher, bloß kein Feuer und so weiter. Da geht es ja, glaube ich, in Bowerstone rein. Ich glaube, hier brauchen wir dann gar nicht weiter gucken. Dürfte alles genauso aussehen wie beim Kampf. Na gut, graben können wir ja noch.
Eine Perle. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal Aurora an. Hier. Vielleicht können wir da auch gleich noch was einkaufen. Nö. Schnelle Reise. Hätte besser laufen können. Diese Person hasst euch jetzt. Aber egal, Hass hat auch etwas Gutes. Wer euch nicht ertragen kann, gibt euch ein Geschenk, eine Art Schmiergeld, damit ihr endlich geht. Na, Schmiergeld ist immer gut. Unmöglich. Ach, jetzt kann ich plötzlich kaufen, das ist auch komisch. Es ist das reinste Chaos und es ist Albions Schuld. Ich würde ja gern irgendwie da hochkommen, wenn es geht. Bitte, tut uns nicht weh! Gibt's hier irgendwo... Ihr habt sie mit Schrecken erfüllt. Das bedeutet für euch mehr Geschenke und höhere Rabatte. Wer euch fürchtet, wird so gut wie alles tun, um eurem Zorn zu entgehen. Das ist doch gut. So, da geht's ja vermutlich... raus irgendwo in diese Richtung. Gibt es hier keinen Zugang zu den, na, wie nennt man das, Minendingern? Hier ist bestimmt ein Grabungsort. $500, naja. Und wieso knurrst du jetzt? Achso, er jagt seinen Schwanz. Hier ist noch ein Schlüssel. Was war das? Nichts weiter, nur ein paar Steine, okay. Ja, die komischen Blumen. So, das musste mal wieder sein. Seid einfach böse, Majestät. Was war denn hier vorher? Der Zaun war doch... Lass das sein! Früher gar nicht da. Was ist denn jetzt Phase, Hundi? Wo bist du? Ah, ein Schatz. Nein, ich wollte... Hey, wo soll denn hier der Schatz sein? So, jetzt wirst du ausgeschimpft. Pah, das macht mich wütend. Ja, verarsch mich nicht. Zu euren Diensten. Wir dürfen sogar rein. Cool.
Das ist der alte Tempelzugang, ne? Cool. Ja, die Blume will ich nicht. Hier komme ich doch wieder nicht hoch, aber egal, ich möchte mal die Truhe haben. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.